Genau. Und ob! Eindringen und servier! Wir werden sie stützen! Obwohl, machen wir es so. Gleich mal. Ach ja, die mögen heißen nicht, habe ich das Gefühl. Vielleicht sind sie, keine Ahnung. Da heile ich besser mal. Sonst wird es nichts. Ja. Vielleicht im Moment gedacht, ich schocken sie. Das wäre äußerst ungünstig, sag ich mal. So. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die ultimative Möglichkeit, aber hey. Naja, komm. Komm schon. Wir sind platt. Ach, ich def. Bei näherer Überlegung. Hätte ich vielleicht erst das Ding platt machen sollen, weil es kann ja nicht vor mir angreifen. Verdammt. Warum sagt mir das niemand? Egal. Das war's. Ich gewinne immer, egal wie ich spiele. Ich bin nicht gut. Ja. Also, paar Reste einer großen Echse. Will alles an? Will der Eglas reden? Willst du von dir wahrnehmen? Will alles in der Tat? Willst du das anfassen? Wie? Nimmst einen Schädel. Komm mit dem Ding bloß nicht zu nahe, Schatz. Kann ich mich auch noch mitnehmen? Ein Pfahl, nichts drauf, nichts dran, total interessant. Kann ich mich damit irgendwie ausrüsten? Kann ich nicht als Held tragen? Schädel. Haupt eines Skelettes, ja. Sagt natürlich jetzt sehr viel. Ich glaube, den brauche ich später sogar noch. Er steckt mit dem Uhr. Das kann nur bedeuten, dass jemand ist. Schnell, suchen wir ihn auf. Oh, ich pflichte ihn da ganz bei, dass ihr Steg künstlich geschaffen wurde, gnädigste. Allerdings lautet die Frage womöglich nicht, wer hat ihn gebaut, sondern was hat ihn erbaut? Boschlitz! Wo kam das denn her? Denn das her? Ach ja, was? Weiter! Weiter! Ja. Verschwindet, Fremdlinge! Wir wollen hier keine! Was habt ihr denn da? Diese Schatz, dann wundert sie auch, was du mir wieder einen Schädel willst. Der Schädel! Ich kenne ihn! Es ist Prinz Kimos! Bist du sicher? Ich habe eine größere Erinnerung. Mehr Körper, mehr Haut, mehr Leben. Es ist Prinz Kimos! Seine freche Mörder war sie auch an unsere Tore! Warte, was reden wir auf einen Unsinn zusammen? Herr Moloch, Molch! Prinz Ixos! Ich dachte, du wärst. Denken, du? Bei meinem König Warzen! Bist ein Molch! Vergiss das nie! Ich wollte natürlich nicht. Geh mir aus dem Weg, Niederer! Dschungel spuckt aber auch täglich neue Arten aus. Was seid ihr denn? Schatten! Von Muggets! Scheißlich! Mag gar nicht mehr so von der Tür gehen, wenn so etwas zu erwarten droht. Hä? Wie mein? Sag mal, seid ihr der Schell meines Bruders, den oder den Andrex, Fremdling? Mein Bruder ist ein Gerippe? Schafft es nur, das auszubringen, was andere nicht daran so denken, man brecht, mein Lieber. Ihr wagt es, euch noch zu spotten, ihr feigen Mörder! Ergreift sie, meine Wachen! Hör mal an, diese Mörderphase! Hast du das langsam? Wollt ihr Verbrecher einfach noch leugnen? Überlegen Sie doch einmal, würden Mörder freiwillig zur Wache spazieren? Vielleicht seid einfach nur sehr dumme Mörder, ja. Andererseits, ich will euch in den Augenschein nehmen. Na? Halte von Leberkeit, unsere Gemeinschaft überzeugt! Geht. Und wird geworden, Kerl! Schleppe uns denn mit seiner Zunge ab! Vielleicht seid ihr unschuldig, vielleicht auch nicht. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht leisten, die potenten Mörder meines Bruders laufen zu lassen. Ich habe etwas Kontaktgift auf euch abgesondert. Komm! Takt, takt! Gift? Wachen!
wie übersteuerlich, mein Herr. Wie kann man nur solche Tücke fähig sein? Schwarzlicht! Deine Zeit läuft ab! Es geht für ihn zwingen und in kürzester Zeit ihr Tod. Sei denn, ihr könnt ihr zwischendurch Beweis oder Unschuld erbringen. Ach, wie viel Zeit haben wir? 15 Minuten! 15 Minuten! 15 Minuten! 15 Minuten! Schatz, wenn du noch weiter machst, sind es nur noch 14 Minuten. Das Weibchen hat letztes Satz nicht gelesen. Eine Runde der Erpressung ist das! Aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Auf, die Zeit läuft. Ach, wir warten erst nur 14 Minuten und 59 Sekunden. Das soll ja ein bisschen herausfordernd sein. Gut. Der paar Reste großen Gerippe haben wir Schellen gefunden. Vielleicht lassen sie ein paar Hinweise entdecken. Tipps und Tricks untersuchen. Aha! Treffer! Tipps und Tricks und alle. Ah ja, okay. Das bringt mich jetzt gerade nicht. Falsch schütteln. Stehe! Ich dachte, das bringt uns nicht weiter. Aha, schön. Irgendwie rumfummeln. Ein Geheimgang. Das haben sie gut gemacht, mein Lieber. Oh, ich bin schon wieder ganz unten. Das ist ärgerlich. Ach, schon wieder Hühnchen. Kein Problem. Die machen wir einfach platt. Oh, ich sehe, sie ist mal wieder nicht geheilt. Ich gehe mal so vorbereitet, gut vorbereitet in die Kämpfe, das muss ich schon sagen. Da kann ich wirklich, also... Ich weiß nicht mehr, dass ich vorbereitet für Kämpfe, also total, also... Mhm. My shocking! Ja. Wir drücken noch eine leichte Gruppenheilung rein. Ja. Was ist denn mal hin so komisch? Achso, nach dem Essen. Ich habe ja vor, keine Ahnung, 2 Stunden was gegessen oder so. Oh. Anderes Thema. Ich esse immer. Gerade im Moment esse ich einen Käsekuchen. Ich glaube, hier komme ich nicht einfach so rauf. Moment. Will das Spiel mich verarschen? Ach so, ich muss den Fisch nutzen. Warum auch immer. Ah! Erkenne diese Figuren! Vor allem den Schädel falsch legen! Dann müsst ihr für den Tod meiner Brüder verantwortlich sein, Fremdling. Weil mir wäre ja nicht so ein leichtes Spiel haben. Hallo? Also, ich noch zu tun bereit. Dein schönes Geständnis. Ach, bin ich zum Klingtanz. Also Fleischstück zertrampelt. War fast! Der Fleischkurs! Erkühlen Sie irgendwelche Keckheiten! Schau mir dir, Schatz! Ja, der geht noch. Fabelhaftes Exemplar. Das will mir nichts beschädigen. Professor? Oh, pardon, Teuste. Wie mit meinen Gedanken. Auch im Gebrüll natürlich. Einschätzen. Benutzen wir einfach mal das und ich bin nicht geheilt. Ich vermute mal Frostkristall. Ja, das ist. Oh! Das war jetzt böse. Ja. Kälte, Tritt und Überraschung. Grund der Zutat oder will nur spielen. Okay, Tritt und Überraschung. So, ich drück dir mal eine mittlere Heilung rein und natürlich. Ah ja, ich hätte. Okay. Vielleicht geht er noch K.O. Wölfratze ist deutlich effizienter, wie ich das sehe. Ja, gut. Ich muss immer nur auf. Ja, Schock hoffen, ne? Dann passt es auch. Oh. Ach, lesen ist eh. Oh, 65. Vielleicht geht es ja noch.
Das ist ja ein Kinderspiel so. Ich hoffe, es bleibt auch so. Das ist jetzt der Moment, wo ich feststelle, dass mir Mana-Punkte ausgehen. Ich hoffe auch mal, dass ich nur noch töten kann vorher. Ich mach gleich mal eine Gruppenheilung 2. Muss übrigens, liebe Freunde, alles haut eine Höhe von 3 Metern und ein Gewicht von Husin ist befremdlich. Das wäre eine gute Gelegenheit, darauf zu verweisen. Jawohl, Heim ist hoch. Oh. Es geht langsam zu Ende mit ihm. Oh, langsam. Aber beständig. Ich soll auf in Gruppenheilung auf alle zu zaubern, was eh total Verschwendung ist, wie ich das gerade so sehe. So rede ich auch immer mit meinen Nachbarn. Oh. Naja, heißen es jetzt öfters mal aus, ne? Hirn aus vorbei. Ich glaube nicht ganz. Oh. Na also, geht doch. Kinderspiel. Im Vergleich zu dem Gegner, der später noch kommt. Alle Wetter sind gerettet. Richtig! Und warum? Sehen Sie nicht, dass der Sammler Schlangenmann immer noch umklammert hält. Quer ein Fußkettchen mit einem goldenen Verschluss. Na und? Seine Schlange wohl mit einem Fußkettchen. Naja, das ist... Oh, deutet mir ganz darauf hin, dass das Opfer eine höher gestellte Persönlichkeit war. Ein Prinz. Nicht sie zurück und das Gegengift verlangt. Ist da noch irgendwas? Ein paar Knochen unbestimmter Herkunft. Rest einer großen Echse. Was ist das noch? Wir haben noch Zeit. Zum Glück schwächt das Gift uns nicht irgendwie. Weil der arme Fisch das ja auch überhaupt nicht merkt oder so. Tut ihm auch irgendwie nicht weh oder so, nein. Nicht im geringsten. Was sollte es auch? Erstmal speichern. Kann arbeiten jetzt! Zeit drängt! Soll das Geschrei? Soll ihr nicht zu längst den Dschungel durchkämmen? Beißer legt! Einen weißen Rosch in den Händen! Danach Entgiftungswasser! Du neue Pferd, seid wirklich schnell! Zeigt her, was ihr habt. Wir haben recht, deine Schlangenmann ist. Ich denke, sie kennen, was er da hält. Es gehört meinem Bruder. Endlich. Endlich. Hab Beweis verschafft, den ich so dringend benötigte. Allzu lange hat sich der Vater gesträubt, Schlangen mit Krieg zu überziehen. Aber nun ist es offenkundig, die Schlangen sind der Feind. Was heißen, sie haben es genutzt, um den Kriegsgrund zu helfen, Mann. Naja, die erwächst einem guten Zweck. Ah, kümmert euch nicht um diese hohen Belange, Dschungelkreaturen. Ihr habt eure kleine Rolle gespielt. Da weisen sie vielleicht als Ehrenmann und erfüllen ihre Verpflichtung. Es ist von euch genommen, dann schert euch weg. Ihr Befragen ist skandalös. Herr Prinz, die Verwandten haben der Königfamilie an dies geleistet. Die Situation, verlangt. Tradition, die Situation, lass dich so. Ich kenne die Sitten ebenso wie du, ja. Ich wollte gerade was andere Wörter einsetzen. Ne? Da weist der Feldmann ein Quartier für die Nacht zu. Treib es nicht mit der Freundlichkeit. Mit der Freundlichkeit, ja. Den steht der Zauber. Dann heiße ich euch willkommen. Folgt mir. Wart mir noch. Vielleicht gibt es sogar ein kleines Fest. Ich bin schon oft im Dschungel gewesen. So, das Kursch, euch habe ich bisher noch nie gesehen. Die des Wohls der Königsfamilie dürfen unsere Tümpel immer betreten. Dürfen unseren Tümpel frei bewegen. Das ist vielleicht etwas Bestimmtes. Neben dem Steg, der auf die östliche Plattform führt, da findet ihr eine Hütte, wo ihr überrachen könnt, Fremdlinge. Gut sortierten Laden. Verstehe nicht, Fremde. Ihr sucht was? Teilt einfach eine Einrichtung. Die Arbeitsteil produzierte Wertgegenstände nach den Maßgaben von Angebot und Nachfrage auf Basis allgemein akzeptierter Rechnungsgrößen anbietet. Wir haben Fisch. Oje, ihr habt noch keine spezialisierte Wirtschaft erfunden. Streben nach des Geldes Glanz, wie diesen Wilden hier noch ganz. Empfehle mich.
Okay. Kann auch Marsmusik! Marsmusik, Trommel! Hinterwäldler! Fisch. Ist übrigens Fisch. Da geht's dann so. Halt! Die Hütte der Krieger darf nur von den betreten werden, die große Prüfung abgelegt haben. Ja, dann lege ich es einfach mal schnell ab. Hast schon euch gehört? Eigentlich sage ich, ihr werdet vom Himmel gefallen. Aber das kann nicht sein. Es ist ganz anders als die anderen. Hä? Also, welche anderen? Weit, weit entfernt, ein Turm aus ganz blankem, kaltem Holz in den Himmel recken. Dort leben viele arme Wesen, vor denen der sanfte Dschungel angstvoll raunt. Man sagt, sie sind vom Himmel gekommen, den sie in großen Gefäßen bereisen. Doch kein mit eigenen Augen sehen. So in Zeit, dass wir es der Schlangen hausen. Bin auch von uns. Ach, das ist meist Geschwätz. Ich hab zwar weder Warzen noch Schwimm heute, aber so hässlich, wie alle sagen, seid ihr denn doch nicht. Das ist wohl die riesige Art, eine Dame Komplimente zu machen. Ja. Was ist da drin? Oh. Ach ja, nein, dazu kommen wir erst später. Ständig auf mal im Wasser. Ich habe schon wieder diese Reisen in den Gliedern. Ich tue etwas Löwenzahn hätte. Ja. Danke, dann lasse ich mich gleich mal mit Schamanen behandeln. Jetzt 50 AP. EXP. Ach, 50 solche Dinger halt, ne? Ich schütze den Leichen beim Leben. Sehen aus, als hätten sie schon riesige Brillen auf. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, 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 Fischi. Hätte nicht einen mitnehmen. Ach, Rassismus. Nur weil wir weiß sind. Gestatten, von Magnitz! Psst, erstickt meine Quapplinge nicht. Quapplinge? Ich bin die Hüterin unseres Leiches. Vor kurzem in die Quapplinge geschlüpft. Und nun weiß ich in die wichtigste Station. Station, was nennen die Kleinen? Gebt acht, Fremde. Quapplinge, nehmt Aufstellung. Tanzt den Quappling-Tanz, meine Kleine. Schön. Schön. Gefällt. Gut gemacht, meine Quapplinge. Goldig. Existieren! Ja, beide so gut wie meine Granate! Nun können wir weiter. Tümpeldämpfe sind heute wieder besonders schlimm. Sagt mein Fisch ja nie. Zu allem Übel ist mir noch ein Beutel Klammern in den Tümmel gefallen. Stimmt noch, er ist spurlos verschwunden. Komisch, was? Kann ich endlich mitnehmen, verdammt. Nein, ich bin überfordert. Das da hinten ist doch Secret of Evermore geklaut. Sieht man doch gleich. Diebstahl! Moment. Ich muss. Wenn ich den hochschieb. Könnte was werden. Dann schiebe ich den hoch, den beiseite und kann dahin. Hahaha. Für seine Pfeife und Pfeifenkraut. Ja. Und raus. Allgemein erinnert mich das Ambiente ein bisschen an Zero of Evermore. Hat da jemand geklaut? Ihr speichert die Welt wohl! Und liebst aber Gäste! Ist ein Unsinn, Liebling. Hier hat niemand gekocht. Dem stimme ich zu. Topf ist dafür viel zu klein. Wow. Weg, weg, weg! Mein Kessel hat hier nichts verloren! Welche Schnaps? Schnaps? Sicher? Frag ich überhaupt. Auf dem Gebiet bist du ein Experte. Ein Zauberwäschchen weiß mir großen Einfluss zu verschaffen. Kann ich mir denken. Schnaps! Hier, nascht. Und Knoblauch. Neue Dschungelgeister? Wesen wie er sind, wir sind noch nie in meinem Träumen erschienen. Was seid ihr? Schatten von Muggles!
Aber die Frage, was er hier treibt? Ich halte die Verbindung mit der Welt der Geister. Ich werfe meinen Blick in die Abgrund der Zeit. Ich weiß von kommenden Dingen. Sie behaupten, in die Zukunft sehen zu können, mein Herr. Ja, noch was? Außerdem brauche ich so manch nützliches Tränklein für den Stamm. Ich wünsche, dass es sein soll. Aber ja, natürlich, es soll denn sein. Stärkungsmittel, ein Gegengift und einfach alles. Verflixt! Nehmen wir alles! Ich spüre einen Hauch von Sarkasmus den Raum durchziehen. Nein, wirklich? Das will ich meinen. Glaubt ihr, ich händige weit dahergelaufen in jedem nachher auf meine Tränke aus? Sammelsins der Weisheit in Erfahrung meiner Vorgänger? Pah, niemals. Kenne einen Klemmer von 100 Stück gegen den Wind? Will doch nur den Preis in die Höhe schrauben! Mag sein, dass ich empfänglich für einen ganz bestimmten Art von Tausch bin. Na? Wie über die Perle des Sees und ihr halt alle Tränke, die ihr wünscht. Alle. Alle? Alle. Das ist ein Angebot, das ich bisher noch jedem gemacht habe. Aber bislang hat es noch niemand vollbracht, die Perle zu schaffen. Versucht durch euer Glück. Zukunftsblick. So? Du und deine Gefährten sind ungewöhnlich. Ungewöhnlich genug, um mich zu interessieren. Also gut, ihr habt meine Neugier geweckt. Dann lasst sehen, was die Geister preiszugeben bereit sind. Komm, da entlang. Und gleich schlägt der Hot Button zu. Ja. Still nun. Jeden Moment kann er zuschlagen. Er bringt ziemlich gut auf den Punkt. Ihr Winde, ihr Nebel, ihr Lüfte, herbei. Füllt euren Pakt, seid mit Eifer dabei. Fürchte, ihr ganze üble Scharlatanerie! In der Zeit, in der selbst Tode wieder auferstehen, ist mit allem zu rechnen, mein Herr. Umfangt mich, Geister, tragt mich fort, hin zum zeitenthobenen Ort, wo sonst der dunkle Winde wehen, lasst mich das Verbergnis sehen. Boah, die Dämpfe kommen hier, glaube ich, nicht. Oh. Wie mein? Müsst die Dunkelheit durchqueren, die euch von eurer Heimat rennt. Durch lange Glieder, die verheeren mit Glut und die lodern schaurig brennt. Zwei Wege winken in der Ferne, das Übel abzutun vielleicht. Und der wählt, der lerne, verzichtet wie niemals leicht. Puh, ich speichere einfach vorher. Seid mutig, tapfer und verwegen, auf welchem Faden ihr auch reist. Der eine dem Licht, der andere gegen. Am Ende gleiches doch verheißt. Kommt bei der Prophezeiung! Das war sie, törichter Geister haben gesprochen. Nur das wissen, wie er meint. Ist eine Verarschung hier. Ja, das ist ganz toll. Bringt mir nichts, aber ist ganz toll. Dann gehen wir nochmal nach da rechts. Wir haben noch nicht geheilt, ne? Nein. Wenn das Fleisch klopft, ist zart, mürbe und schmilzt auf der Zunge. Ich will Fleisch kauen und nicht auf der Zunge schmelzen lassen. Das sind also meine Gäste, ja? Naja, ich habe schon eigentlich die Dschungelkreatur gesehen. Das war immer gemütlich. Ich habe bereits frisches Wasser in die Schlafruhe eingelassen. Einstieg finde ich am oberen Rand. Guten Abend. Falls ihr für Muschelabfälle interessiert, kommt ruhig Käufe vorbei. Ich habe davon jede Menge. Schau mit kleinen verdreckten Muscheln. Oh, kann ich nicht welche mitnehmen? Wegmuschelschmuck. Ein Wegmuschelschmuck. Das ist die Hölle. Da schlafe ich, glaube ich, lieber auf dem Holzboden. Naja, wenigstens wird es so wie die Schuhe, die seit 100 nicht mehr ausgezogen haben, mal wieder sauber. Jetzt hätte ich natürlich auch nochmal zurücklaufen können, alles töten, aber das ist jetzt zu spät. So, hier gab es ja nichts mehr, jetzt müssen wir also hier rein. Aber ich würde sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Ja, es reicht für heute. Das war's für heute mit Die Reise ins All. Ja, wir sind vom Mars in irgendwo Afrika gelandet. Habt ihr ja gehört, ne? Gibt es keinen Grund daran zu zweifeln. Wir nicht in Afrika sind. Ja, also wo genau wir das sind, das werden wir das nächste Mal sicherlich herausfinden, wenn ich wieder ein paar Minütchen spiele. Ich hoffe, ihr hattet genauso wenig Spaß wie ich. Ich glaube, das habe ich euch schon beim letzten Mal gewünscht. Verdammt. Ich soll mir bemerken, wie soll ich mir das aufschreiben? Nein, zu faul. Vain.
Das war's für heute mit die Reise ins All. Ich sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.